Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Quang Jasny. Ich habe vor ein paar Monaten mein Video hochgeladen, wo ihr mir Fragen stellen konntet für ein FAQ. Ich bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen, das ist jetzt glaube ich 4 Monate her oder 3 Monate. Ich werde jetzt aber diese ganzen Fragen mal beantworten, beziehungsweise die besten Fragen davon. Und ihr könnt auch wieder unter dieses Video Fragen stellen für ein neues FAQ, damit ich wieder ein paar Fragen habe. Und dann werde ich hoffentlich nicht so lange brauchen, die zu beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der ersten Frage. Metin Polat fragt: Hey Chris, was war das Unangenehmste, was hier in der Schule passiert ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja schon raus aus der Schule, also ich habe jetzt nur noch Berufsschule. Ich glaube, das Unangenehmste war echt in der Grundschule mal, ne? Da war man ja noch so klein und süß, da kann man sowas natürlich bringen. Da habe ich mich so ein bisschen in meinen Stuhl so nach hinten gelehnt, mir so ein bisschen nach vorne gerutscht. Ja, und dann ist mir so ein, ja, Furz of Doom rausgerutscht, Alter. Es war in der Grundschule, okay, da kann man mal machen. Aber es war halt mega laut und war ein bisschen peinlich, ja. Black Knight SM fragt: Welche YouTuber schaust du und wann wirst du mit YouTube aufhören? Nicht falsch verstehen, ich bin ein Fan. Ja, welche YouTuber ich schaue, das wissen sogar so die meisten so aus dem Livestream. Das haben mich im Livestream halt auch schon ein paar Leute so gefragt. Mein Lieblings-YouTuber ist Kevin, also der gute alte Vectic. Kennen wahrscheinlich eh die meisten hier von meinem Kanal. Außerdem schaue ich noch gerne Reaper, also Jan. Was gucke ich noch so? Gronkh schaue ich immer noch, obwohl er, ja, nicht mehr so die Sachen macht, die mich so interessieren, aber so Horror-Let's Plays und sowas von ihm gucke ich immer noch gerne und er ist einfach mega sympathisch, deswegen gucke ich seine Videos einfach gerne. Ja, ansonsten halt, ich gucke so die ganzen Zombie-YouTuber so. So, sonst bin ich auf YouTube gar nicht so aktiv, was das anbelangt. Sarim112 fragt: Wann streamst du mal wieder und zockst du da Black Ops 3 Custom Zombies? Ja, wann ich mal wieder streame? Gute Frage, nein, ich streame in letzter Zeit relativ oft. Zu der Zeit, vor 3 Monaten, habe ich nicht so viel gestreamt, das ist richtig. Aber momentan streame ich eigentlich relativ häufig, also mindestens einmal die Woche, meistens sogar so 2-3 Mal. Und ob ich dann Black Ops 3 Custom Zombies zocke, wurde ich auch schon öfter gefragt, ob ich das mal im Stream machen kann. Werde ich wahrscheinlich nicht, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, ich als Zombie-YouTuber kann halt nur, wenn ein DLC rauskommt, gute Videos machen. Und ansonsten habe ich nicht viel. Deshalb, so um diese Zeit zwischen den DLCs zu überbrücken, ist Custom Zombies immer ganz gut. Und wenn ich halt eine Map im Livestream zocke, dann haben die manchen, also manche Leute das schon gesehen. Und dann kann ich die nicht noch auf YouTube bringen. Also finde ich zum Beispiel scheiße. Ich werde es halt so machen, dass ich die Maps aufnehme für YouTube und die ich auf YouTube schon hochgeladen habe, die werde ich dann mal ab und zu so im Livestream zocken. Aber grundsätzlich zocke ich nicht so viel Custom Zombies im Livestream. Gerade halt, weil ich die ganzen Zombie-Maps brauche für meine Videos, damit ich genug Material für euch habe. Der gute alte YouTube Royal TV, der gute alte Elias, sei gegrüßt, mein Freund. Was ist deine Lieblings-Zombie-Map in Black Ops 3? Ja, meine Lieblings-Zombie-Map in Black Ops 3 ist eigentlich Eisendrache, muss ich sagen. Die anderen sind mir halt so ein bisschen abgespaced, weiß nicht. Also Giants ist auch ganz cool, aber ich weiß nicht, am liebsten zocke ich eigentlich Eisendrache. Ist so relativ einfach, klar, aber das sind die meisten Maps in Black Ops 3. Ich weiß nicht, ich mag das Feeling einfach. Ich finde das mit dem Bögen einfach relativ nice sogar. Auch wenn das schon ein bisschen abgespaced ist und auch nicht mehr so viel mit Zombie-Modus zu tun hat, aber die Bögen, das war schon irgendwie halt was Cooles. Bam Bam Bum Bum fragt: Shishas du? Ja, ich shisha, aber habe ich auch schon echt lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Aber grundsätzlich ja, shisha ich. Ich habe da nichts gegen und mache das sogar eigentlich ziemlich gerne, aber wie gesagt, die letzten Monate irgendwie halt nicht so aktiv. Der gute alte Ivo aka Kaita04 fragt: Wie ist deine Meinung zu YouTube im Moment aus in Richtung Entwicklung von Kanälen? Oder wie hast du dich entwickelt, seitdem du mit YouTube angefangen hast? Ja gut, YouTube Deutschland, muss man nicht viel zu sagen. Schon allein, dass eine Frau, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber die mir das meisten wissen ist, von den Abo-Zahlen schon fast Gronkh überholt, ist schon kritisch. Ja, die Entwicklung, weiß nicht, Clickbait und alles ist einfach ekelhaft. Generell, aber das liegt auch teilweise an YouTube. Ich meine, man kann sich jetzt mittlerweile sogar selber Klicks kaufen für YouTube. Das war früher verboten. Mittlerweile bietet YouTube das selber an. Das ist einfach halt, ne, muss man nicht viel zu sagen. Ich mache gerne Videos für YouTube, aber halt so YouTube Deutschland und so kannst du echt in eine Tonne treten. Und ja, die andere Frage war ja, wie ich mich entwickelt habe, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Ich glaube nicht wirklich negativ. Also wenn man so meine Videos zu früher anguckt, rede ich viel mehr, ja. Ich habe mich daran gewöhnt. Am Anfang denkt man sich immer so, ja, was erzähle ich denn so? Bla bla, ne. Aber
Also ich finde nicht, dass ich mich irgendwie dadurch negativ entwickelt habe. Ich mache ja auch irgendwie nicht Clickbait und sowas. Also keine Ahnung. Ich finde, ich habe mich ganz normal entwickelt. Halt einfach, ich bin größer geworden, bin offener geworden für YouTube und sowas. Und ja. It's Leon fragt, kannst du noch andere Spiele wie zum Beispiel FIFA 17 auf deinem Kanal bringen? Nein. Also ich habe schon mal wieder überlegt, so ein paar andere Spiele zu bringen als Zombies, weil ich habe mich ja irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, darauf spezialisiert, wirklich nur Zombies zu machen. Aber ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht so anfreunden. Ich möchte einfach gerne Zombies machen, das ist das, was mich interessiert, was ich gerne selber auf YouTube schaue. Gerade also zum Beispiel mit FIFA kann ich nichts anfangen. Ich zocke klar noch so Horror-Games und so, wissen auch die meisten aus dem Stream. Das werde ich sogar eventuell bringen auf YouTube, so ein paar Horror-Games immer zwischendurch. Muss ich mal schauen, ob ich die dann halt aus dem Livestream die Aufnahme dann hochlade oder sowas. Aber so irgendwie komplett, zum Beispiel Zombies und nebenbei, keine Ahnung, Minecraft oder sowas, werde ich nicht machen. Ich werde grundsätzlich bei Zombies bleiben und vielleicht so ein paar andere Zombie-Spiele vielleicht mal anzocken und ein paar Horror-Games so zwischendurch, aber der Hauptbestandteil von meinem Kanal ist und bleibt Call of Duty Zombies. Mein Bro, der Josh, fragt, wie geht es Findus? Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich ihn finde, aber er ist nicht aufgetaucht. Leider, sonst hätte ich ihn jetzt mitgenommen hier ins Video. Aber es geht ihm gut, er schläft viel, er frisst viel. Halt so ein geiles Katzenleben halt, ne? Katja K., ich hoffe, das steht nicht für Krasavic, fragt, darf ich das Video beenden? Ja, darfst du heute ausnahmsweise, du bist der letzte Kommentar. Aber ich beende natürlich das Video. Ja, gut, das waren jetzt, ich glaube, 10 Fragen oder 9, weiß ich nicht genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da und einen Kommentar mit irgendwelchen Fragen, die euch noch interessieren, die ihr mal beantwortet haben wollt von mir im FAQ. Ihr seht, ich habe keine unnützen Fragen, also so Fragen wie, magst du Mayonnaise und sowas reingenommen, sondern wirklich so Fragen, die auch was bringen, die meiner Meinung nach gut sind. Also wenn ihr mit ins Video wollt und irgendwas beantwortet haben wollt, dann könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare das Ganze reinschreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zu Ende schauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, könnt ihr nochmal unten auf Abonnieren drücken, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.